Und da sind wir wieder, der Captain Knorke und das Spiel Big Pharma. Ja, wir drücken gleich mal auf die Tube. Wir schauen mal, ob die Produktionskette hier funktioniert. Product name required. Da haben wir schon das Produkt und ja. Funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und damit haben wir schon wieder eine neue Produktion gestartet. Ja, unsere Gewinne werden aber auch nicht viel größer. Wir gucken mal hier. Also das erste Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Wir versuchen jetzt das Ziel Nummer 2 zu erreichen mit 3 Millionen. Das werden wir doch hoffentlich noch irgendwie durchziehen können. Dazu müssten wir aber uns langsam auch Gedanken machen, mal eine richtig fette Produktion zu machen. Ich meine, wir haben hier Möglichkeiten, die uns geboten werden. So, machen wir mal Pause. Es sind wieder zwei Forschungen abgeschlossen worden. Der Rüttler ist jetzt da. Und auch der Multimixer. Perfekt, sage ich dazu nur. Viel können wir nicht mehr erforschen. Nur noch hier unten. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Aber wir setzen die zweimal ein. Ist egal. So, wir haben auch wieder vier Forschungspunkte. Setzen wir hier einen rein. Und hier noch einen. Also, ja, ihr wisst schon. Und wir verbessern einfach mal noch den Schäumer. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das hier irgendwie Wirkung bringt oder Hilfe bringt. Und auch hier haben wir noch Wirkstoffe. Ach, wir haben zwei Forscher draußen. Wir haben zwei Forscher draußen. Hier, macht was, Freunde. Macht was. Arbeitet, tut was. So, das machen wir gleich mal ein bisschen billiger für uns. Das ist unser neues Produkt. Und das hier machen wir auch billiger, obwohl das benutzen wir, glaube ich, gar nicht. Das Erkältungsdingsbums? Nee, das benutzen wir gar nicht. Dennoch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben 90.000 zur Verfügung. Was können wir damit machen? Wir gehen mal auf unsere Heilmittel. Eigentlich haben wir ja hier schon unser Produkt, aber offensichtlich gibt es da tatsächlich keine Erweiterung. Verdauung, lindert Sodbrennen. Da produziert noch gar keiner was. Warum produziert da gar noch keiner was? Was ist denn da das Problem mit dem Sodbrennen? Was ist denn das Problem mit dem Sodbrennen? Warum produziere ich da nichts? Wer macht denn hier Sodbrennen? Wir machten ja einen auf Sodbrennen. Zeig mal, Sodbrennen. Sod. Lindert Sodbrennen. Hier. Ich produziere nichts wegen Sodbrennen? Ah, weil ich das verwechselt hatte, glaube ich, damals. Ne? Unsere erste Produktion, die war doch doppelt. Nee, Moment. What? Was machst du? Gegen Hautausschlag. Und du machst. Ich produziere doch was gegen Sodbrennen. Bin ich jetzt doof? Ach, das ist diesen Monat geheilt. Ich muss doch bescheuert sein. Hier. Ach, guck an, die Konkurrenz haut hier ziemlich rein, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Diese alten Drecksäcke. Mal gucken, mit was verdienen wir hier eigentlich unser richtig fettes Geld? Mit Asthma. Mit Asthma und Verhütungsmittel für Frauen. Okay, wie sieht denn das aus? Verhütungsmittel für Frauen. Wo ist denn das? Hier. Da sind wir die Einzigen. Ich würde sagen, dann machen wir noch eine zweite Produktionskette damit. Weil, ja, die Nachfrage ist hoch. Wir verkaufen nur 30 Stück. Das ist immer noch 94% Nachfrage. Ich denke mal, damit können wir richtig Kohle machen. Was haben wir da? Wie heißt unser Produkt? Verhütungsmittel? Wo ist es? Ja, nur mit den Frauen verdiene ich richtig Kohle. Es hat ja A. Das ist Knorke S-Schild. Klingt komisch, ist aber so. Es ist so eine bläuliche Tablette. Knorke Säurestopp. Asthmalöser. Zipprellensteller. Hautausschlag Terminator. Da ist es.
Okay, das habe ich jetzt so eng gebaut, dass ich hier kaum sehe. Ich habe hier. Ach, das braucht so viele Ionisierer. Boah. Richtig. Eins. Zwei. Drei. Vier Ionisierer braucht das Ding. Okay. Ich denke aber, das lohnt sich. Ich denke wirklich, das lohnt sich. Das heißt, vier Stück haben wir gesagt, ne? Braucht das Ding. Eins. Zwei. Drei. Ne, da kommen sie in die Quere. Vier. Machen wir gleich die Fließbänder, nicht, dass ich hier irgendwas verwechsle. Das heißt, hier ist der Eingang. Hier geht's hier rum. Hier kommt zwar keiner mehr durch die Tür, aber ist egal, meine Arbeiter sollen hier gefälligst drinnen bleiben. Meine Arbeiter. So, jetzt sind die verbunden. So. Dann, was haben wir hier noch? Ich muss mal kurz gucken, das ist Kristalle aus Zurit. Gebt mir gleich mal ein, Kristalle aus Zurit, das müssten die ja sein, genau. Import. Die scheinen richtig Kohle zu machen. So, dann. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Dann geht die Produktionskette hier weiter. Das sind also zweimal. Zweimal. Bin ich jetzt blöd? Nicht Lösungsmittel. Ich wollte wissen, was das hier ist. Die Maschine steht nicht da, aber es senkt um 1. Okay. Das ist dann hier das Lösungsmittel. Das brauche ich dann zweimal. Platz sparen, Knorke. Platz sparen wäre natürlich richtig geil. Aber das geht so nicht. Na egal, der Raum ist eh verbaut. Eins. Zwei. Dann zwei Tablettendrucker. Und zwar 1 und 2. Jetzt verbinden wir das Ganze hier noch. Damit es auch seine Funktion ausschöpfen kann. So, das ist dann praktisch. Ja, damit verdienen wir nochmal Kohle. Und ich würde fast sagen, wir bauen die gleiche Produktionskette hier nochmal auf. Denn wie gesagt, unser oberstes Ziel ist es ja, Kohle zu machen. So, was haben wir gesagt? Vier Ionen. Ionen. Eins. Zwei. Nee, das geht nicht. Drei. Vier. Und dann müssen wir noch zwei Lösungsmittel dahinter setzen. Ja, das habe ich mir gemerkt. Manchmal, ja, manchmal klappt's. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wie wär's, wenn wir das hier her setzen und den einfach ein Stück höher setzen? Könnte man Fließband so drumrum bauen. Das ist sehr abenteuerlich, was ich hier mache. Aber manchmal geht es nicht anders. Moment, kann ich die nicht einfach hier her setzen? Werde noch Platz sparen, ne? Das heißt, so, wir haben jetzt das, wir machen hier die Verbindung, wir setzen hier die Verbindung rein, hier rüber, dann hier die Ecke, dann hier die Ecke, dann geht's hier rüber, dann geht's hier rum und dann bauen wir hier rein, die zusammen und das hier. Einzige, was uns noch fehlt, ist, das war dieses Kristalle aus Zurit. Die führen wir doch glatt nochmal ein hier. Import. Wirkstoffe. Unsere Leute sind noch unterwegs. Die forschen. Diese zwei. Okay, die sind gleich fertig. Die schmeißen wir dann gleich hier rein. Okay, zack. Machen wir auf Pause. Jetzt steht jetzt natürlich nicht da, was ich erforscht habe. Steht das ganz oben zufällig? Nein. Was ist denn das? Zurit hat man.
Die hat man auch. Ich glaube, das ist für Edelstein. Antidepressivum. Wird das noch gebraucht, ein Antidepressivum? War doch nicht mal eine Weltnachricht, was hier Antidepressivum angeht. Verdauung. Antidepressivum. Antidepressivum hier. Stellt keiner was her. Warum stellt da keiner was her? Ich glaube, da sollten wir uns drum kümmern, weil wir haben jetzt hier noch eine Öffnung offen. Wir haben eine Öffnung offen. Uhu. Hatten wir nicht noch eine Öffnung offen? Ach, hier haben wir die Öffnung offen. Ja, natürlich sehr clever von mir, das so zu bauen. Aber das ist halb so wild. Wir können ja unser Bändchen auch hierher setzen. Und dann muss das Antidepressiva, das hier, wir importieren das. Dann lassen wir das gleichzeitig forschen und verdienen hoffentlich jetzt in Schweinekohle. Weil wir haben das Monopol auf das Medikament oder die Krankheit. Na, gleich ist es durch. Gleich laufen die ersten Pillen hier rüber. Und da geht's los. Jetzt machen wir da Umsatz. Aber richtig dicke Umsatz, Freunde. Richtig dicke. So wie der Knorke. Analysis complete. Ist schon die richtige Analyse? Nein, lass uns noch weiterlaufen. Jetzt haben wir schon Mundtrockenheit. Analysis complete. So, jetzt können wir auf Pause gehen, weil jetzt haben wir die richtige Analyse hinter uns. Es gibt auch keine Gefahr. 7 bis 11, da sind wir auf jeden Fall drüber. Wir müssen das um 2 Punkte erhöhen. Aber natürlich, das tun wir. Das stoppen wir hier mal. Moment. Konnte ich das nicht stoppen? Konnte ich das nicht? Okay, anhalten. Zack. Entfernen, entfernen. Du bleibst da mal stehen. Wir kaufen uns jetzt das Ding hier dazu und bauen uns jetzt tatsächlich mit dem Import von dem hier und Erhöhung um 2. Das heißt einmal den hier und einmal den hier. Haben wir das auch schon fertig und machen dann jetzt erstmal kurz überlegen. Verpackt mehrere Produkte der gleichen Verarbeitungsreihe in eine Kiste, die dann ausgeführt werden kann. Ich verstehe das hier noch nicht. Sollten wir hier einfach mal rumprobieren und gucken, was das bedeutet? Wir experimentieren mal. Vielleicht lernen wir ja was. Lass mal laufen, ich will gucken, ob das oder was da passiert. Er bleibt auf jeden Fall stehen. Ah, okay, das funktioniert deshalb nicht. Ja, wir lernen hier gemeinsam, Freunde, ne? Also so ist es nicht. Wir lernen hier gemeinsam. Das heißt, ich kann jetzt hier und hier Tabletten machen und Autospeichern abwarten. Bitte Autospeichern abwarten. Genau. Jetzt habe ich hier Moment. So. Jetzt kann ich den hier rüber bewegen irgendwie. So. Wenn ich jetzt die hier miteinander verbinde. Dann laufen die hier raus. Ich glaube, so richtig nutzvoll ist das nicht, oder?
Denke ich. Weil ich spare dadurch ja keine Zeit. Product name required. Ich sehe noch nicht den Nutzen da drin. Ich verstehe nicht, was mir das. Was bringt mir das? Eine neue unabhängige Studie hat einen starken Zusammenhang zwischen einem beliebten künstlichen Süßstoff und einer. Ich muss mal kurz. Ne, ich kann nicht auf Pause. Scheiße. Süßstoff und einer veränderten Hirnentwicklung bei Kleinkindern festgestellt. Die schlechte Presse hat einen Massenboykott aller Produkte, die diesen Nahrungsmittelzusatz enthalten, geführt. Damit sinkt auch die Anzahl an neuen Fällen von ADHS drastisch. Es gibt ein Heilmittel gegen ADHS. Achso, ich wollte mal auf Pause machen. Tatsächlich hier. Okay, das sinkt drastisch. Aber das haben wir zum Glück nicht. Wir haben erstmal die Vorstufe Antidepressivum. Damit sind wir eigentlich fein raus. So, wir haben hier einen neuen Wirkstoff entdeckt. Wirkstoff öffnen. Das ist eine blaue Schüssel. Wo ist sie? Hier. Was macht die? Antihistamin. Antihistamin. 4 bis 6. Antihistamin, wird das benötigt? Ich gucke gerade, wo ist es? Hier. Ja, da... Die machen hier schon was. Aber nicht besonders gut. Wie heißt das? Expedit Allergie Terminator. Expedit Allergie Terminator. Wo ist es hier? Keine Nebenwirkungen. Okay, das ist ja auch nicht das Problem. Das Problem wird sein, die beste Konzentration zu finden. Okay, das ist Absonderung aus Pangast. Absonderung aus Pangast. Warum habe ich die Förderbänder hier weggepackt? Import. Wir müssen dann trotzdem nochmal hier reingehen. Gibt es noch was? Okay, da sind die unterwegs. Das heißt, wir sammeln jetzt nur noch Punkte. Sehr schön. Und die Forschung. Da sind ja auch die zwei fertig geworden. Und da sammeln wir jetzt auch nur noch Punkte. Das ist gut. Da würde ich sagen, sammeln wir weiter Punkte. Und setzen die dann alle in Verbesserungen ein. Wie sieht es mit unseren Zielen aus? Ja, von der Zeit her liegen wir ganz gut. So, dann lassen wir das Ganze mal analysieren. Ich packe jetzt hier zwei Produkte zusammen. Okay, machen wir wieder Pause. Der letzte Wirkstoff ist da. Das ist der letzte? Es ist der letzte. Das war das hier, ne? Genau. Blutdruck senkend. Das kann entfernt werden. Die können beide entfernt werden. Bringt 8 mit. Muss auf 13 bis 18 und das auf 3 bis 4. Das heißt, ich muss das einmal runtersenken und einmal hochsenken. Runtersenken und hochsenken klingt auch ein bisschen komisch. Und wir können Angina-Mittel herstellen. Nur mal gucken, Heilmittel. Hier ist das. Das wird von niemandem bedient. Und Angina natürlich auch nicht. Wir müssen das auf eine Konzentration von 0 bis 6 runterbringen und dann Ionisierer dran packen. Und wirken tut das aber erst ab der 9. Aktiv bei 3 bis... Das kriegen wir weg, wenn wir den runterschrauben würden. Das heißt, das wird man auf jeden Fall ohne Probleme wegkriegen. Okay, wir merken uns Amyliso.
Und ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder rum. Wir sind zum Glück auf Pause. Das heißt, es ist jetzt 6 Uhr gelaufen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Und dann werden wir uns mal hier erstmal hier diese Forschung hier machen und dann das andere Produkt auch noch gleich forschen. Und dann hoffen, dass wir hier richtig nochmal Umsatz machen. Dass wir das auch schnell schaffen, ne? Ja, 1. Januar 2025. Und wir haben den 4. Juli 19. Okay, beim nächsten Mal geht's weiter. Tschö.